Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Zauberei und Maschinen mit mir, mit Dera. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, seit heute endlich auch diese kleine Let's Play-Reihe, diese Mods mit Texture Pack. Ich mache mich auch direkt unverzüglich an die Arbeit. Ich habe einen straffen Plan für heute. Ich will viel schaffen und dazu brauche ich erstmal schnell einen Ofen, weil ich diesen ja glorreich. Habe ich überhaupt schon einen gemacht? Weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich keinen dabei. Ach nee, stimmt, ich habe das Eisen an der Oberfläche vergessen. Und deswegen brauche ich jetzt erstmal schnell vier Eisen. Warum vier? Ich will einen Eimer und ich habe ja endlich den Redstone. Und von daher werde ich einfach heute hier unten noch ein bisschen weiter rumkriechen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich einfach mal noch ein bisschen mehr Ressourcen für den Start brauche. Ja, hier habe ich jetzt die zweite Sorte Staub vom Industrial Craft. Gecraftet. Damit lassen sich jetzt theoretisch Eisenwerkzeuge reparieren und ich kann mir eine neue Wünschelrute machen. Diese scannt jetzt einen Bereich 3x3x3 und damit. Oh, da sind zum Beispiel jetzt vor mir schon irgendwas Interessantes. Ah, naja, wer sagt's denn? Haha, Erz finden leicht gemacht. Ein Traum. Wunderbar. Wenn da eine 8000 irgendwas steht, dann ja, dann heißt es, Diamant ist in der Nähe. Vielleicht wundert ihr euch auch, warum das Texture Pack so durchwachsen aussieht gerade. Es ist natürlich immer so eine Sache, wenn man mit vielen Mods spielt, die dann sogar Blöcke einführen, wie zum Beispiel die Erze vom Industrial Craft, dafür ein Texture Pack zu finden. Was auch optisch wirklich schön dazu passt, dass es nicht zu unterschiedlich aussieht, die Blöcke aus dem Mod und die Blöcke vom Texture Pack selber. Aber ich denke mir, die Wahl von diesem Steampunk Texture Pack ist dann einfach mal eine ganz gute gewesen, weil. Das Ganze macht das Ganze, gibt dem Ganzen natürlich so ein bisschen einen industriellen Charme. Zusammen mit so einer gewissen magischen Verspieltheit angehaucht, diese ganze Steampunk-Sache. Und das ist eine schöne Kombination, denke ich, mit dem mit der Mischung aus ja, Zauberei, sprich Alchemie und den Maschinen aus Industrial Craft und Buildcraft. Und während ich mir hier meinen Weg über die Lava banne und dabei ein wenig Gold einsammle, geht's dann auch schon weiter mit Progress machen. Und hier ist wieder dunkel. Ja. Oh, da hinten ist einiges an Eisen und das werde ich auch definitiv heute erstmal bevorzugt mitnehmen, weil gerade das Industrial Craft verschlingt wirklich Unmengen an Eisen für die ganzen Maschinen. Man braucht wirklich sehr, sehr viel Eisen, weil jede einzelne Maschine braucht zumindest schon mal etwas Eisen für den Grundblock und so weiter und so fort. Von daher, ja, das Kupfer ist natürlich auch nicht verkehrt, weil. Das braucht man im Endeffekt auch zumindest passiv für jede Maschine, weil für die ganzen Maschinen man dann auch relativ viel Kabel braucht, um die erstmal zu craften zum Teil. Dann natürlich auch, um die an die Stromversorgung anzuschließen. Und ja, dafür diese Kabel brauche ich halt das Kupfer. Deswegen nehme ich das einfach auch schon mal mit, was hier rumfliegt. Ich bin ja schon relativ glücklich, bisher noch keinem Gegner über den Weg gelaufen zu sein. Haha. Die wollen mir nämlich alle nur ans Leder und mir das Leben schwer machen. Und ich will doch nichts anderes, als mir ein paar schöne Ressourcen krallen. Oh. Ah, immer mal mit der Route hier so ein bisschen rumgucken.
wo Steinwände sind. Wenn denn da dann dahinter ein Block dahinter oder beziehungsweise bis zu drei Blöcke dahinter ein schönes Erz, wenn nicht sogar ein Diamant sein sollte, dann, ja, dann sehe ich das nämlich sogar. Aber irgendwie habe ich gerade nicht viel Glück. Ich will doch nur ein bisschen Diamant. Nur drei Stück, glaube ich, würden mir für den Anfang sogar erstmal reichen. Aber jetzt geht sich das gerade auch vom Layer schon nicht mehr aus. Ich hoffe mal, ich komme hier vielleicht irgendwo ein bisschen tiefer noch, weil hier kann ich gerade erstmal keine. Okay, hier ist ganz zu Ende. Hier kann ich nämlich gerade keine Diamanten mehr finden. So, jetzt zeige ich euch nämlich gleich mal noch eine Eigenschaft von diesem Staub. Das Tool ist so gut wie kaputt. Und da ich gerade nicht zu viele Ressourcen habe, sodass ich unendlich Tools craften kann, repariere ich mir jetzt einfach mit drei Staub die Spitzhacke. Die ist jetzt wieder intakt. Und ich kann es mir sparen, mir eine neue zu craften. Wobei, die erste kann ich eigentlich kaputt gehen lassen. Dann spare ich auch ein bisschen Inventarplatz. Oh, apropos Inventarplatz. Das ist leider gerade schon etwas voll. Naja, schauen wir einfach mal. Ich werde ja unten jetzt, sage ich mal, einfach in der Höhle bleiben. Bis das Inventar voll ist zumindest, bis ich nichts mehr mitschleppen kann. Und ich hoffe, dann sind die Taschen voll genug, dass man dann zumindest, wenn man erstmal wieder an der Oberfläche ist, die ersten Maschinen craften kann. Ah, hallo. Hallo. Oh, jetzt kommt. Oh, yeah. Oh, ich hätte nichts sagen sollen. Jetzt geht's aber los. Ah, die Zombies sehen ja klasse aus. Maschinenzombies. Und Maschinenskelette. Und tschüss. Na, ist das nicht ein cooles Texture Pack? Ich finde das sensationell. Ich finde, das passt super zu dieser Zauberei und Maschinenthematik. Ich habe echt hier meine Bedenken, dass hier irgendwo direkt um die Ecke so ein Skelett lauert und mich dann sofort in. Ach, ich habe doch jetzt Wasser. Läuft doch. Ha. Warum denn so schwierig? Jetzt brauche ich auch keine Angst mehr haben, dass hier einer. Ein böser Schurke um die Ecke steht und mich gleich runterkickt. Sozusagen in die Lava. Da hinten ist zumindest noch etwas Lapis Lazuli. Der ist mir natürlich auch willkommen, weil, wie in der letzten Folge schon gesagt, der hat auch ein verhältnismäßig hohes Wertniveau im Industrial Craft. Nein, im Äquivalent Exchange meine ich natürlich. Ich glaube, ich kann mir aus. Weiß ich gar nicht genau. 8 Lapis Lazuli oder so. Zumindest einen Diamanten immerhin schon craften. Also nicht craften, tauschen halt. Das Problem ist nur, dazu bräuchte ich erstmal eine gewisse kleine Maschine von. Nein, es ist keine Maschine. Also ich brauche einen Grundblock vom Äquivalent Exchange. Nämlich den Alchemistentisch, um überhaupt mit der ganzen Alchemie anfangen zu können. Da gibt es nur drei Probleme, mehr oder weniger. Ich brauche drei Diamanten. Ist zwar nur eins, aber ich habe jetzt einfach drei gesagt. Weil ich es kann. Nee, weil ich mich versprochen habe. Egal. Ach, aber irgendwie, das ist doch blöd. So viel Höhle und keine Diamanten. Menno. Echt jetzt. Finde ich doof. Kann doch nicht sein. Oh, oh, nein. Ach, Mann. Jetzt ist aber echt hier was los. So, schnell wieder zumachen, nicht, dass ich reinfall. Oh. Dera, Dera, was machst du nur wieder? Nur Mist und Unfug. Jetzt gehe ich schon wieder so weit hoch. Ich will doch nicht nach oben. Ich will doch nur Diamanten. Und die sind unten. So, ich lasse jetzt einfach mal alles, was ich hier nicht brauche, stehen. Ich will erstmal vorankommen. Und erstmal will ich das Skelett aus dem Weg schaffen. Und danach werde ich was Leckeres essen. Om nom nom. So, hier hinten ist nichts. Und ich glaube, dort hinten war ich sogar schon. Ja. Na, das ist ja jetzt dann unterm Strich doch recht ernüchternd, weil ich glaube, die Höhle geht jetzt gar nicht mal mehr in allzu viele Richtungen weiter. Na, dann nehme ich doch mal noch was mit. Damit natürlich. Oh, nicht. Ich muss erstmal wieder hier auf dieses Texture Pack jetzt überhaupt klarkommen. Es ist immer dasselbe Problem. Ich hatte es ja auch schon
bei, wo war es? Ja, Tale of Kingdoms gesagt, wo ich jetzt ein Texture Pack endlich auch habe. Es ist natürlich immer so ein bisschen erstmal umgewöhnen, weil irgendwie dann doch alles etwas anders aussieht. Und man nicht mehr so das übliche Gewohnheitsspielen hat. Einfach Hirn aus. Man kennt ja alles. Oh. Robo-Creeper. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Mr. Robo-Creeper. Die sehen schon putzig aus. So. Ist auch geschafft. Und hier geht die Höhle weiter. Ich muss mich nur noch zurückfinden dann wieder. Normal, wenn ich das mache, ist das ja alles immer kein Problem. Da erzähle ich nicht so viel nebenbei und merke mir einfach, wo ich langlaufe. Aber wenn ich so viel nebenbei erzähle, dann irgendwie fällt es mir da manchmal dezent schwerer, mir den Weg zu merken, habe ich festgestellt. Aber ich gebe mein Bestes. Und noch bin ich ja unten. Noch muss es mich ja nicht kümmern, rauszukommen, ne? Darüber mache ich mir dann Gedanken, wenn es soweit ist. Sage ich einfach mal. Ich will doch nur Diamanten. 3 Stück reichen. Das kann schon eine Ader sein. Meine, aus einer Ader Diamanten kann man ja bis zu 6 Stück rausziehen. Das wäre ja schon mal ganz famos, wenn man zumindest eine Diamantenader finden könnte. Einfach aus dem Grund, dass dann schon mal der Anfang wirklich gemacht wird. Ah! Oh! Wow, sweet Jesus. Oh Mann, ey. Kann mich doch nicht so erschrecken. Naja, offensichtlich schon. Offensichtlich kann er das schon. Man hat es ja gesehen, wie er es kann. Aber irgendwie Eisen, Redstone, aller möglicher Krempel dabei. Nur kein Diamant. Naja, hier ist dann auch Schicht im Schacht im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich kann gleich schon mal quasi ein bisschen teasern. Sollte ich denn in dieser Folge hoffentlich, ich möchte jetzt nicht aufgrund von Krach, der dann entsteht, auf Holz klopfen, aber sollte ich denn dann in dieser Folge einen Diamanten oder zwei oder drei finden, dann, ach nee, komm, ich suche jetzt Diamanten hier, dann kann ich in der nächsten Folge schon weiterkreischen, jawohl. Dann gehe ich nämlich, dann geht es nämlich direkt weiter im Nether. Weil ich brauche dann, ist dann nicht lange, ich brauche nur ein bisschen Glowstone, um weiterzukommen. Aber der ist wirklich vonnöten. Aber mit diesem Glowstone, was mache ich hier? Das mit diesem Glowstone kann ich dann nämlich wirklich diesen Crafting Table, nein, nicht den Crafting Table, den, sag schon, Alchemistentisch. Ach nee, das ist das Gold. Den Alchemistentisch craften und dann ist sozusagen erstmal gut mit Äquivalent Exchange. Also sobald man den Alchemistentisch hat, hat man sozusagen erstmal ausgesorgt, kann man sich erstmal, was Äquivalent Exchange angeht, so ein bisschen entspannt zurücklehnen. Dann kann man zumindest erstmal die ganzen Tauschsachen machen, was eigentlich das Wichtigste am ganzen Mod ist. Der Rest ist dann nur noch alles schöner, schneller, größer, besser. Sozusagen. Aber irgendwie, will mir der Diamant heute wieder nicht so richtig in die Taschen hüpfen. Ach, jetzt hau ich hier schon wieder mit meiner Rute drauf. Das gibt's doch nicht. Die sieht, wenn man. Wenn man damit haut, sieht die so ein bisschen aus wie so eine Diamantspitzhacke. Deswegen merke ich das auch immer gar nicht direkt. Ich denke mir immer, ja, passt doch alles. Nur irgendwann stelle ich dann immer fest, geht ja gar nicht kaputt. Was denn da los? Naja, gut, aber irgendwie, ich will doch nur Diamanten. Ich ertränke mich gleich. Ich komme nicht mehr raus. It's a trap.